Es ist 16 Uhr. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne starten und Sie alle ganz herzlich zu diesem Web-Talk begrüßen. Ein Web-Talk zum Thema Basisbildungsbedarf der Öffentlichkeit. Mein Name ist Ricarda Mucilnik. Ich darf Sie heute durch dieses Gespräch begleiten. Und auch sehen Sie vor sich Frau Sonja Muckenhuber, meine Gesprächspartnerin heute, sowie Karin Kulmer. Karin Kulmer arbeitet für ConEDU. ConEDU veranstaltet dieses Webinar heute auch im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung. Und Karin Kulmer wird uns heute technisch unterstützen. Vielen Dank dafür. Bevor ich beginne, möchte ich Ihnen ganz kurz den Hintergrund zu diesem Web-Talk beschreiben, weil dieser ist nämlich ein Teil einer ganzen Serie zum Themenschwerpunkt Basisbildung und Öffentlichkeit, die Sie auf der Seite Erwachsenenbildung.at sehen können, initiiert von der Abteilung Erwachsenenbildung im Bundesministerium für Bildung. Und das Bundesministerium möchte eben einen Anstoß zur Auseinandersetzung mit diesem Thema geben. Und auf Erwachsenenbildung.at können Sie dann viele Beiträge sehen, Interviews, Web-Talks, Artikel von den verschiedenen Expertinnen. Und alle bisher erschienenen Artikel und auch die in Zukunft erscheinen, sehen Sie eben auf Erwachsenenbildung.at und einen Hashtag haben wir auch, Hashtag BABEF. Da können Sie dann alles verfolgen. Und heute wollen wir uns eben mit den Diskursen zu Basisbildungsbedarf und Basisbildungsbedürfnissen auseinandersetzen und wie diese Diskurse zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit beitragen sollen. Denn, wie wir alle bereits wissen, Menschen mit Basisbildungsbedarf werden in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Diskursen oft am Rande der Gesellschaft stehend wahrgenommen. Und gerade diese Stigmatisierung und die negativen Zuschreibungen stehen einem offenen Diskurs und einer Auseinandersetzung mit den Basisbildungsbedarfen oft im Wege. Und Basisbildung ist aber kein neuer Bildungsbereich, weder auch ein Nischenangebot. Und es gibt aber trotzdem kein einheitliches Bild, was Basisbildung ist. Und genau darüber möchte ich heute mit Frau Sonja Muckenhuber sprechen. Sie ist zusammen mit Frau Julia Schindler, die Herausgeberin der 33. Ausgabe des Magazins Erwachsenenbildung zum Thema Being Basisbildung zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und Frau Julia Schindler lässt sich heute leider entschuldigen. Sie kann leider aus privaten Gründen nicht teilnehmen. Aber ich freue mich trotzdem und eigentlich besonders mit Frau Muckenhuber, mit Sonja, heute dieses Gespräch führen zu können. Denn sie ist wirklich schon seit sehr langer Zeit in dem Bereich Alphabetisierung und Basisbildung tätig, schon seit 1998. Sogar schon länger, ja. Deswegen wirklich eine Expertin in dem Bereich. Lange Zeit war sie Mitarbeiterin der Volkshochschule Linz, war dort Koordinatorin der zentralen Beratungsstelle, des Alpha-Telefons, leitete das Grundbildungszentrum an der Volkshochschule Linz. Naja, auch natürlich Leiterin von Ausbildungen für Basisbildungstrainerinnen, Mitglied der Arbeitsgruppe FEAR. Das ist eine fachspezifische Erstausbildung für Basisbildungstrainerinnen. Und genau, 2014 gründete sie BIL, das Institut für Bildungsentwicklung in Linz. Gut, dies zu meinen einleitenden Worten und zu meiner Vorstellung. Noch ganz kurz zum Ablauf. Frau Muckenhuber und ich, Sonja und ich werden das Gespräch führen und Sie als Teilnehmenden haben auf der linken Seite die Möglichkeit, im Chat schon während des Gesprächs Fragen zu stellen, welche wir dann sammeln werden. Und nach dem Gespräch mit Sonja werden wir dann auf diese Fragen eingehen, beziehungsweise haben wir dann noch viel Zeit und Rahmen in die Diskussion
zu den besprochenen Themen und Themenfeldern zu gehen. Gut. Wenn Sie noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben, die Sie auf der linken Seite sehen, würden wir uns sehr freuen. Also wir würden gerne wissen, welche Erfahrungen Sie bereits im Bereich der Basisbildung haben. Einfach auch als Grundlage für unsere Diskussion. Und ja, weil wir wissen wollen, wer auf der anderen Seite sitzt. Gut, und Sonja, wenn das für dich okay ist, bevor wir in die Diskussion gehen, möchten wir gleich zu Beginn zwei Videos einspielen. Zwei Videos, die darstellen oder versucht haben darzustellen, wie Basisbildung ja, in die Öffentlichkeit gebracht werden kann. Da es doch eine sehr schwierige Aufgabe ist, sind vielleicht auch diese Videos eine gute Diskussionslage, ein guter Impuls für unser Gespräch heute. Nur zur Information, diese zwei Videos sind in europäischen Projekten entstanden und ja, lassen Sie sich inspirieren und diskutieren dann gerne weiter. Bitte jetzt. Rund 55 Millionen Menschen in Europa können nur schlecht lesen und schreiben. Ja, richtig. Jeder Sechste in ihrem Land. Selbst in ihrer nächsten Umgebung. Wussten Sie, dass jeder Sechste nicht in der Lage ist, seinen eigenen Kindern vorzulesen? Jedes sechste Kind verliert in der Schule den Anschluss. Jeder Sechste ist nicht in der Lage, Sicherheitshinweise problemlos zu verstehen. Oder tut sich am Arbeitsplatz schwer. Hätten Sie das gewusst? Ein unsichtbares Problem, das nur wenigen bekannt ist. Tatsächlich aber haben viele Menschen in ihrer Nachbarschaft Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Glauben Sie nicht auch, dass wir alle darüber Bescheid wissen sollten? Schauen Sie sich um. Machen Sie das Problem sichtbar. Sprechen Sie darüber. Verbreiten Sie diesen Clip. Lesen und Schreiben bereichern unser Leben. Gemeinsam können wir etwas bewirken. www.eli-net.eu Und dann würde ich sagen, spielen wir auch gleich den zweiten Clip ein. Danke. This is the story of Lisa. Lisa grows up in a family where her parents don't talk to her very much. And they don't read books or newspapers. Lisa goes to kindergarten 3 days a week. They have a language program at the school, but they hardly use it. The kindergarten assistants have diplomas, but they can't really read or write very well themselves. At primary school, Lisa gets more and more behind. From the age of 8, no one really helps her with her reading or writing. And because of that, she struggles with other subjects too. The teacher notices that Lisa has difficulties, but doesn't know how to help. By the time she's 10, Lisa can't keep up with the class anymore. Lisa's parents are not worried about her bad school results. Drawing and crafts, isn't she very good at these? And aren't there other things besides reading, writing and maths that can make her happy? Lisa struggles through her school years and chooses the shortest course she can find, Health and Social Care Level 2. Having failed reading and writing, but with a diploma in her pocket, Lisa looks for a job. A friend helps her to write the job applications. Filling in forms is not the only problem. Lisa has difficulties understanding her mail and paying her bills via online banking. She's often in debt. At work, Lisa often has to ask her colleagues for help, and her boss thinks she's not motivated. Lisa suffers from stress and feels unhealthy. Then, Lisa meets a man. Together, they have a daughter, Mary.
Mary's parents don't talk to her very much, and they don't read books or newspapers. The choice is ours. We can rewrite Mary's story together. Vielen herzlichen Dank. Danke, Karin, fürs Einspielen dieser Videos. Die zwei sehr gute Beispiele sind, wie Basisbildungsbedarf dargestellt werden kann. Wie gesagt, das sind zwei Filme, Clips, die in europäischen Projekten entstanden sind. Und jetzt würde ich dich, Sonja, gleich mal als einleitende Frage fragen, wie wird Basisbildung derzeit in Österreich definiert? Zum Beispiel auch im Bereich der Bildungspolitik oder auch in der Praxis. Dankeschön. Jetzt habe ich gerade gedacht, ja, europäische Projekte, wenn wir tätig sind im Rahmen der Basisbildung, sind wir das natürlich auch ganz oft im Rahmen europäischer Projekte, also im größeren europäischen Kontext. Dennoch denke ich, dass der Blick auf Basisbildung in Österreich ein etwas anderer ist. Ich möchte nicht so weit gehen, zu sagen, wir haben eine Definition, eine allgemeingültige, für alle Kontexte gleichermaßen gültige. Die haben wir mit Sicherheit nicht. Das halte ich auch für ein Glück, momentan zum aktuellen Zeitpunkt. Wir haben aber eine Beschreibung von Basisbildung. Einerseits, was ist möglich im Rahmen der Basisbildung durch das Programmplanungsdokument der Initiative Erwachsenenbildung? Und dann noch viel genauer und ins Inhaltliche gehend die Beschreibung, was ist alles im Rahmen der Basisbildung nötig, notwendig, als Leitlinie, aber auch als Herausforderung für Basisbildnerinnen und für Angebotsplanerinnen. Ich im Programmplanungsdokument, das tatsächlich momentan bestimmt, was als, eigentlich nicht das Programmplanungsdokument, eigentlich mehr die Initiative Erwachsenenbildung, was als Basisbildung gilt, was akkreditiert wird, ist es auch relativ klar beschrieben, bei aller Offenheit. Sind die Inhalte beschrieben, es ist die Zielgruppe beschrieben und das sind Rahmenbedingungen, an denen sich Basisbildungsangebote, die gefördert werden, orientieren. Und da, ich möchte kurz auf die Inhalte eingehen, da geht es tatsächlich um Lernkompetenz als Querschnittsthema in erster Linie. Das ist das, was man früher gerne als Lernen bezeichnet hat. Kompetenz in der deutschen Sprache, in Sprechen, Lesen und auch Schreiben und Kompetenz in einer weiteren Sprache, Rechnen, Mathematik natürlich, Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Als Querschnittsthema und als Inhalt. Nicht alle diese Inhalte, danke für die Einblendung, müssen dann tatsächlich auch in den Angeboten umgesetzt werden, so in Österreich, aber Lernkompetenz immer und zusätzlich mindestens zwei der Inhalte könnten auch alle gemacht werden. Das ist das, was man wirklich ruhigen Gewissens antworten kann, das ist ein Sattelfest, das ist festgeschrieben, das kennen auch alle Anbieterinnen von Basisbildungsangeboten und wahrscheinlich auch alle Trainerinnen. Es sagt aber noch wenig über qualitative Anforderungen aus oder über das Wie ist denn Basisbildung, wie schaut denn Basisbildung aus. Und da haben wir eine viel weitgehendere, eine Leitlinie ist nicht, also Richtlinie mit den Prinzipien. Und wir haben drei exemplarisch vorbereitet, das wäre die nächste Folie, Ricarda, die sehr gut an einen Teil von Basisbildung, danke, ich werde sie jetzt auch bedienen können, ich habe es jetzt vergessen. Und mir erscheinen diese drei besonders wichtig, weil wahrscheinlich sind selbstverständlich irgendwo, aber werden nicht so explizit verfolgt in allen Bildungsangeboten. Das ist das Abgrenzen von einem autoritären Verständnis von Alphabetisierung im Sinne von Lesen, Schreiben, Rechnen, gleichzeitig die Fokussierung auf Werte, und jetzt sage ich Werte tatsächlich, weil ich demokratische Werte meine. Aber in Wirklichkeit geht es um die
und den Fokus auf die Handlungsorientierung. Die Handlung, die Handlungsmöglichkeit, die Handlungsoptionen der Einzelnen stehen im Fokus und das soll selbstkritisch oder und kritisch mit teilhabendem Fokus demokratisch und sozial passieren. Es sind Haltungen, die in allen, auf allen Ebenen von Basisbildungsangeboten mitschwingen. Auf Ebene der Trainerinnenausbildung, aber auch auf Ebene der Materialien, auf Ebene der eingebrachten Themen und so weiter. Und Basisbildung wird gleichzeitig als permanente gesellschaftspolitische Entwicklungsaufgabe gesehen, immer wieder, ja, wirklich immer wieder, das hört nicht auf und das genügt auch nicht einmal, die aktive und selbstermächtigende Gestaltung der eigenen Zukunft der Teilnehmenden zu ermöglichen. Das bedeutet gleichzeitig, es fokussiert auf keinen Fall auf Defizite. Es müssen auch keine Defizite benannt werden. Das hat man jetzt sehr schön in dem Video gesehen, das Video von Lisa, ja. Das hat ganz stark auf diese Defizite fokussiert, aber auch das Video vorher, in dem man gesehen hat, ja, jeder Sechste kann nicht lesen oder nicht schreiben und so weiter. Das sind ja Daten, die stimmen werden. Es ist nur, es dient dem Bild der Basisbildung überhaupt nicht, es trägt überhaupt nicht zur Entstigmatisierung bei und es ist auch nicht die Haltung, die lernförderliche Bedingungen dann in den Kursen bietet. Es geht tatsächlich darum, gemeinsam mit Teilnehmenden in Kursen zu schauen, welche, was dient denn der Selbstermächtigung im Sinne einer Gestaltung, ich sage es mal ganz groß, der Welt. Ja? Fangen wir mal klein an mit dem Umfeld und so weiter. Das ist der Blick, den wir in Österreich auf die Basisbildung haben. Sollten wir weitergehen zum letzten Prinzip, was auf der Folie steht? Ja, wenn es schon da steht, ja genau. Entschuldigung. Auch ganz wichtig, diese Weltoffenheit und Basisbildung muss immer so gestaltet sein, auch wieder auf allen Ebenen. Materialien, Diskussionen, Sprache, Trainerinnen, Weiterbildungen, dass sie jeder Form von Ausschließung und Diskriminierung entgegenwirkt. Das muss sich tatsächlich auf allen Ebenen widerspiegeln und den Trainerinnen muss die Möglichkeit gegeben werden, ihr Handeln, ihre pädagogische Praxis dahingehend immer wieder zu reflektieren. Das sind so diese wesentlichen Inhalte. Ich möchte gar nicht ablenken, natürlich geht es um Schreiben, Lesen, Rechnen, Lernen auch, aber das kann man anhand unterschiedlichster Materialien, unterschiedliche Themen und Materialienthemen, Haltungen sind so zu wählen, Haltungen kann man wahrscheinlich nicht wählen, aber sind so zu reflektieren, dass zum Beispiel diese drei Prinzipien sich immer wieder widerspiegeln. Es gibt ja mehr davon, von den Prinzipien sind insgesamt 12 und spielen aber alle in diese Richtung. Mhm. Gehen wir mal zurück zur Definition, weil das ganz oft gefragt wird. Und tatsächlich ist das über die Jahre ja immer wieder versucht worden. Und es gibt ganz unterschiedlichste Definitionen. Und gerade am Wochenende war ich wieder in einem Lehrgang, Trainerinnenausbildung für Basisbildung. Und wir haben uns gemeinsam mit den Teilnehmenden bemüht, zu Definitionen zu kommen. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht so, dass man engere Definitionen finden kann, immer für spezifische Angebote auf einen bestimmten Kontext orientiert, bestimmte Teilnehmende. Aber eine allgemeine Definition würde diesen durch die Prinzipien sehr schön beschriebenen Basisbildungsbegriff ganz stark einengen. Also früher ist es eine Definition gegeben von einem der ersten Entwicklungsprojekte zur Basisbildung. Da hat es geheißen, ja, Basisbildung, das ist halt der Erwerb der Grundkompetenzen bis zu einem Niveau von einem guten Hauptschulabschluss. So in etwa war es, genau weiß ich es nicht mehr. Ist ja nicht einmal ganz falsch, aber auch nicht umfassend erklärend und ist halt dann ganz stark auf diese Grundkompetenzen fokussiert. In der Literatur und in unserem Nachbarland Deutschland ganz häufig, aber auch in vielen Kreisen, in denen darüber debattiert wird, stützt man sich dann immer wieder auf diese Definition des funktionalen Analphabetismus und das, da sind wir uns in Österreich einig.
diese Begriffe und auch diese Definition und dieses Bild von Basisbildung ist nicht das, was wir oder was auch die politischen Entscheidungsträger für Basisbildung im Kopf haben und auch nicht das, was in die Öffentlichkeit getragen wird. Ist bekannt, ich glaube, ich muss das jetzt nicht erwähnen, diesen funktionalen Analphabetismus, oder? Weil es ja eh nicht vorherrschend ist in Österreich. Es geht mehr um die Abgrenzung dazu, so würde ich das sehen. Bin ich noch da? Bin jetzt rausgefallen? So, anscheinend haben wir die Ricarda jetzt kurz verloren. Die Ricarda haben wir. Okay. Ist wieder da, gell? Ja. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Okay, wie lange warst du dabei, Ricarda? Okay, tut mir leid. Eigentlich hatte ich den Eindruck, ich bin die ganze Zeit da. Ja. Könnt ihr mich wieder hören? Ja. Gut, ich schon. Ja. Zu der Frage, schön. Funktionaler Analphabetismus. Ich habe gesehen, dass wir einige Personen hier als Teilnehmer da haben, die noch keine Erfahrungen im Bereich der Basisbildung haben. Also vielleicht möchtest du ganz kurz erklären, was der Begriff funktionaler Analphabetismus bedeutet. Ich erkläre das gern, weil es schön auch ein bisschen die Entwicklung der Basisbildung in Österreich zeigt, also die Entwicklung der Wahrnehmung der Basisbildung in Österreich zeigt. Als diese allerersten Projekte zur Basisbildung begonnen haben, auch auf, im EU-Kontext, da war es tatsächlich, oder ein bisschen vorher vielleicht, so 2000, als die 2003, als die UNESCO die Dekade der Alphabetisierung ausgerufen hat, da hatte noch kaum jemand, ich kannte gar niemanden, Scheu, von Alphabetisierung zu sprechen und tatsächlich Basisbildung zu meinen. Ja? Das ist einfach so ein klarer Begriff, da hat man subsumiert und hat gesagt, ja, Alphabetisierung ist aber viel mehr als Alphabetisierung, da gehört eben viel, viel dazu und da hat man auch schon vieles hineingegeben, was auch jetzt so unbedingt drinnen sein muss und da hat man Begriffe gebraucht und die Begriffe waren da, derer hat man sich bedient und das war dieser primäre Analphabetismus, der sekundäre und der funktionale. Das ist so eine Steigerung, wenn man so will. Und der primäre meinte damals, wie auch heute, wenn in der Literatur verwendet wird, in der Literatur, die wir dann nicht so gut finden, weil er diese Begriffe verwendet, es hat jemand gar nie lesen und schreiben gelernt. Und dann hat man eben auf die Menschen in westlichen Industrieländern fokussiert und gedacht, na gut, da sind ja viele in die Schule gegangen, die haben ja schon einmal lesen und schreiben gelernt, hat man angenommen, ist nicht unbedingt Schulbesuch, nicht unbedingt die Garantie dafür, aber es war die Annahme. Wenn die dann dennoch nicht lesen und schreiben können, und es ist wirklich um nicht lesen und schreiben gegangen, dann spricht man eben von sekundären Analphabetismus. Also diese Begriffe finden sich in der Literatur. Und dann wurde dieser Begriff erweitert um den Begriff des funktionalen Analphabetismus und der hat so in etwa gemeint, also das Gute an diesem Begriff war, dass festgestellt worden ist, was Basisbildungsbedarf ist oder Grundbildungsbedarf, denn das ist diese Definition von Deutschland ausgegangen, das ist gesellschaftlich abhängig. Das ändert sich, das hängt von den gesellschaftlichen Erwartungen, Bedingungen, Rahmenbedingungen ab. Das Schlechte daran ist, dass er einerseits von Analphabetismus spricht und es hat in Österreich Untersuchungen, Studien, Fokusgruppenstudien gegeben, die sehr wohl gezeigt haben, dass sich viele Menschen durch den Begriff Analphabetismus, Analphabet sehr stark stigmatisiert fühlen. Also es hat ganz sicher zur weiteren Tabuisierung des Themas beigetragen. Und der zweite sehr kritische Teil in diesem Begriff ist eben das Funktionale. Geheißen hat, jemand verfügt nicht über ausreichende Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und dann hat man auch Rechnen dazugenommen, um eben an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt zu funktionieren. Ja. Und darum muss man sich natürlich die Frage stellen, funktionieren für wen, im Sinne von wem, Interesse von wem? Und da kommen schon ganz stark Interessen, ich fast unter neoliberale Interessen subsumieren möchte, auch mit hinein.
es geht in der Basisbildung nicht darum, dass irgendwer irgendwie zum Wohle von irgendjemand anderen funktioniert, sondern es geht tatsächlich um diese Selbstermächtigung. Das zu tun, was man eben gerne tun möchte. Wenn das berufliche Anschlussfähigkeit ist, wenn das weiterführende Bildung ist, ist das natürlich okay, auf jeden Fall, ja, warum auch nicht. Es können auch andere Dinge sein. Bildung muss auch einen Selbstwert haben. Nicht nur, aber auch in der Basisbildung. Danke, Sonja. Dann, wir haben in einem ersten, ich sehe, die Verbindung ist leider ganz schlecht, tut mir leid. Ja, wir haben in den ersten Ausführungen jetzt schon gehört, dass eine klare Definition Vorteile, aber auch Nachteile hat. Und dann würde ich gleich gern die zweite Umfrage einschalten, hinzuschalten. Was denken denn unsere Teilnehmenden auch hinsichtlich ihrer Erfahrungen oder auch wenn sie noch keine Erfahrung im Bereich der Basisbildung haben, ist eine eindeutige Definition von Nein. Und Sonja, du hast ja schon ein bisschen davon erzählt oder auch jetzt in deinen ersten Ausführungen schon erwähnt, welche Vor- und Nachteile das hat. Und ich würde dich jetzt einfach nur gerne nochmal fragen, also besonders gegenüber anderen Bildungsbereichen und auch der Politik, den politischen Entscheidungsträgern, inwiefern ist es denn jetzt wirklich wichtig, eine klare Beschreibung der Basisbildung oder aus der Basisbildung zu haben, um sich auch positionieren zu können? Es kann tatsächlich wichtig sein. Wir sind ja da nicht nur im philosophischen Raum, es geht ja viel auch um Fördergelder, Anträge, Abgrenzungen, AMS und so weiter. Also da ist Klarheit tatsächlich immer wieder wichtig. Und man kann ja auch Bildungsangebote, die man setzt und muss das auch, innerhalb des doch jetzt recht weiten Rahmens der Basisbildung beschreiben oder auch definieren. Was mache ich denn, für welche Menschen gilt das, was biete ich denn an? Ja? Grundsätzlich ist, also Beispiel zum Beispiel diese weitere Sprache, die im Programmplanungsdokument steht. Das Recht, es geht ja immer um das Recht der Teilnehmenden, sich die Kompetenzen in diesen Feldern, die beschrieben sind, auch erwerben zu können in den Angeboten. Ja. Wird das mit Sicherheit, werden das nicht alle anbieten, aber es ist auch nicht näher definiert und das finde ich gut. Gedacht hat man ursprünglich an die Erstsprachen von Teilnehmenden. Von Teilnehmenden, die mit anderen Erstsprachen in die Kursangebote kommen, sodass auch diese Sprache Teil der Basisbildungsangebote sind und vor allen Dingen auch von der Wertigkeit her der deutschen Sprache auch gleichgesetzt werden. Es ist aber auch nicht verboten, laut Programmplanungsdokument, und das machen auch viele, eine andere Erstsprache in der Basisbildung anzubieten. Umgekehrt wird es wahrscheinlich viele Menschen geben, die am Rande mit Basisbildung befasst sind, die sagen, was hat man das in der Basisbildung verloren, ja, wenn jemand Englisch lernt. Ich sage das nicht, ich habe es nur gehört, dass es gesagt wird, immer wieder. Englisch als Beispiel. Steht es so nicht drinnen, lässt natürlich Interpretationen zu, auch seitens möglicher Fördergeber oder anderer Stellen, die einfach spezifische Kurse finanzieren, lässt aber auch den Angebotsplanerinnen sehr viel Spielraum. Das wäre jetzt nur ein Beispiel und das finde ich tatsächlich wichtig. Oder auch vom Niveau her, Basisbildung. Ich weiß mittlerweile selber schon immer, wo findet sich denn die Alphabetisierung innerhalb der Basisbildung. Ja? Ich hätte mal gedacht, na gut, Alphabetisierung, das wäre für mich ganz klar, das ist halt dann so der Buchstabenerwerb und das geht auch weiter. Da würde aber überhaupt keine Notwendigkeit bestehen, von Alphabetisierung überhaupt zu sprechen. Ja? Das würde ja gleichzeitig bedeuten, es gibt Menschen oder wir denken, es gibt Menschen, für die reicht die Alphabetisierung, wenn man so will. Ja? Oder Alphabetisierung ist es dann, wenn Basisbildung verknüpft wird mit dem Erwerb der deutschen Sprache von Anfang an. Auch das würde ich nicht. Ja? Also meiner Meinung nach wird man den Begriff Alphabetisierung gar nicht mehr brauchen, wird mir auch viel besser gefallen. Und für mich ist es klar, aber das ist jetzt wirklich meine Definition, ich kenne viele Menschen auf meinem Weg, die diese Definition teilen, aber es ist die Definition hat keinen Anspruch auf alleinige Richtigkeit. Ich muss in Basisbildungsangeboten der Rahmen für Teilnehmende geboten werden, sodass sie sich all jene Kompetenzen erwerben können, die sie sich innerhalb des
Regelbildungsangebots der Erwachsenenbildung sonst nicht erwerben können, wo es kein Gegenstück gibt. Ja? Und auch deshalb, weil das in einer besonderen Art und Weise angeboten wird. Und hat für mich IKT in der Basisbildung seinen Platz. Einerseits, weil IKT ohne dies als weitere, Gott sei Dank, Kulturtechnik definiert worden ist, aber andererseits, weil wenn ich schlecht lesen und schreiben kann oder auch gar nicht, dann habe ich nicht die Möglichkeit, mir diese Kompetenz in einem EDV-Kurs, IKT-Kurs oder sonst so zu erwerben. Das ist ein Beispiel. Und ich würde auch beim Niveau nicht Schluss machen. Basisbildung, also ich kann immer eher sagen, was ist nicht Basisbildung, das ist sehr viel leichter. Ja? Basisbildung ist auf keinen Fall die Drittleiter für den Pflichtschulabschluss für Erwachsene. Das ist nicht das kleine Bildungsangebot, das man dann aufsetzen kann. Ja? Darum wird es für mich auch nicht passen, Basisbildung allgemein in ein NQR-Angebot einzuordnen, weil es vom Niveau her nicht fassbar ist. Es müssen Menschen in Basisbildungsangeboten auch die Möglichkeit haben, sich die Kompetenzen, die wir eingangs beschrieben haben, die Inhalte einmal beschrieben, bis zum Niveau hin erwerben, das zumindest auch im PFA vorhanden ist. Warum? Da gibt es viele Gründe, aber ein Grund ist der, dass viele Menschen in der Basisbildung sind, die haben schon einen Pflichtschulabschluss. Das wird ja auch in der Evaluierung von Stoppacher und Edler belegt, der letzten Programmplanungsperiode. Und die könnten gar keinen Pflichtschulabschluss, dürften gar keinen Pflichtschulabschluss mehr machen. Die fallen aus der Förderung hinauf. Ja? Und es gibt auch viele Menschen, die sind beruflich gut gesettelt. Die stehen im Beruf, die haben einen Beruf, der sie zufriedenstellt. Also es ist jetzt nicht die Mehrheit, aber es sind viele, die wollen gar keinen Pflichtschulabschluss machen. Warum denn auch? Den brauchen sie nicht. Die haben ihr Einkommen, die haben ihren Beruf. Dennoch fehlen ihnen Kompetenzen, die sich auf innerhalb dieser Niveaus, die ich jetzt skizziert habe, und Niveau klingt auch schon wieder schrecklich, da abspielen. Ne? Und umgekehrt muss Basisbildung natürlich auch die Möglichkeit bieten, wenn jemand sagt, ich möchte dann weiterführende Bildungsangebote besuchen, dass sich die Menschen dort darauf vorbereiten können. Ja? Das ist schon klar. Aber der Rückschluss ist nicht gültig. Nicht alle Menschen, die den Pflichtschulabschluss machen wollen und die und denen manche Voraussetzungen fehlen, die schwer haben würden, so einem Angebot von Anfang an zu folgen. Nicht alle diese Menschen brauchen Basisbildung. Und es ist nicht zulässig, diese Menschen in ein Basisbildungsangebot, also jetzt zu stecken oder so, weil sie einfach was anderes brauchen werden. Also diese, so steht es auch im Programmplanungsdokument, diese Übergänge, die müssen schon sichergestellt werden von beiden Programmen, sowohl Pflichtschulabschluss als auch Basisbildung, muss halt je nachdem, wie es halt gebraucht wird, die Teilnehmer in den Mittelpunkt stellen. Auch ein Prinzip der Basisbildung, der Erwachsenenbildung, aller Bildungsangebote, würde ich sagen. Und ist natürlich nicht nur in der Basisbildung, sondern auch im Pflichtschulabschlussprogramm, das ist klar. Und es sollte generell überall ein wichtiges Prinzip sein. Ricarda? Danke sehr. Ja, ich hoffe, man kann mich hören. Ich merke die Verbindung zwischendrin immer ab. Du hast schon ganz viele Beschreibungen, was Basisbildung sein kann, hier gegeben. Und ich möchte jetzt gleich zu einem Padlet schalten, was in den letzten Wochen auf erwachsenenbildung.at online gegangen ist. Ein Padlet ist eine online-digitale Pinnwand, wo jede posten kann. Karin, wie kann ich denn zu meiner Bildschirmfreigabe kommen? Super. Genau, einen Moment. So, dann kann ich Ihnen dieses Padlet gleich zeigen. Bei diesem Padlet wurden die Teilnehmerinnen gefragt, oder wurden sie alle gefragt, was sie unter Basisbildung verstehen. Und das sind schon ganz viele Begriffe, die du, Sonja, erwähnt hast, auch aufgekommen. Themenbereiche wie Gleichbehandlung, Selbstwirksamkeit, auch das Thema sichere Handhabung von alltags- und lebensweltlichen Aufgaben, sorglos durchs alltägliche Leben gehen, um das Wissen zu haben, aber auch, dass Basisbildung soll auf die Menschen ausgerichtet sein, auf die Interessen, die Bedürfnisse, die Lehren von
Voraussetzungen der Menschen. Es soll bedarfsorientiert sein. Und wie Sie auch sehen, wurde das Thema nachhaltiger Lebensstil erwähnt, dass dies auch ein Bereich der Basisbildung sein kann oder könnte. Natürlich auch, wie Sie hier bei diesem Beitrag sehen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Grundlagenwissen und die Beschreibung der Türe zu weiteren Möglichkeiten. Habe ich ganz schön gefunden. Wie Sie hier sehen, also Basisbildung ist die erste Tür, die in ein Gebäude führen, vertiefenden Informationen. Auch sich entweder im Rahmen dieses Padlets zu beteiligen und ihre Definition von Basisbildung oder ihr Verstehen von Basisbildung hinzuzufügen. Technisch ist es ganz einfach. Sie müssen einfach hier unten auf dieses Plus klicken und dann sehen Sie, öffnet sich ein neues Fenster und Sie können hier die Bedeutung von Basisbildung, Ihr Verständnis von Basisbildung eintippen. Also einmal haben Sie die Möglichkeit, das im Rahmen dieses Padlets zu machen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie Ihre Definition, Ihr Verständnis, Ihre Beschreibung von Basisbildung hier im Webtalk-Raum in den Chats-Bereich schreiben. Ich habe hier nämlich diesbezüglich schon eine Frage gesehen und das würde ich auch gleich an Sonja weiterleiten. Mimi hat gefragt, ob es eigentlich bessere Begriffe gibt, die nicht diskriminierend sind. Bessere Begriffe als Basisbildung oder als Alphabetisierung? Ich nehme mal an, es geht um Alphabetisierung, oder? Siehst du das, Ricarda? Ja. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du warst weg für mich. Ja. Ja, okay. Besser als Alphabetisierung. Alphabetisierung. Naja, Basisbildung ist der bessere Begriff. An anderen habe ich auch nicht. Also diese Begriffsfindung ist tatsächlich schwierig. Ich habe das über, ich weiß jetzt nicht, 17 Jahre oder länger verfolgt. Und tatsächlich wurde in Expertinnenkreisen sogar schon überlegt, na, ist nicht vielleicht Basisbildung mittlerweile auch schon so stigmatisierend und besetzt, dass man wieder einen neuen Begriff finden müsste. Aber deshalb habe ich gesagt, den Begriff Alphabetisierung wird man ja gar nicht brauchen, denn der Basisbildungsbegriff beinhaltet ja das alles. Und der Alphabetisierungsbegriff gibt ja nur von außen gedachte Beschränkung vor. Wieder ein bisschen eine Defizitorientierung. Nur Buchstaben lernen oder so, oder nur ein bisschen. Und das andere braucht man nicht. Also wenn man sich an diesen weiten Basisbildungsbegriff orientiert, der einerseits die Inhalte hat im Programmplanungsdokument, Lesen, Schreiben, kommunizieren in deutscher Sprache, in einer weiteren Sprache, Rechnen, Mathematik, IKT, politische Bildung und Lernkompetenz und gleichzeitig die Handlung immer im Zentrum hat. Alles, was er macht, ist dazu bestimmt, dass die Handlungsfähigkeit gestärkt wird, ohne den Gedanken im Hinterkopf zu haben, ja, die Teilnehmenden in der Basisbildung, die sind weniger handlungsfähig oder die sind nicht handlungsfähig als andere, sind nicht so handlungsfähig wie andere Menschen. Dieser Gedanke liegt dem nicht zugrunde, sondern in jedem Bildungsangebot müsste natürlich die Handlungsfähigkeit im Zentrum stehen. Bildung sollte immer Handlungsspielräume erweitern, neu aufmachen. Und also ich bin da ganz bei Frere. Es geht wirklich darum, immer mehr die Welt zu gestalten und mit der Welt aktiv zu leben und sich selber als gestaltendes Mitglied in einer Gesellschaft in der Welt zu erfahren. Und nicht nur mit und nicht passiv. Das sollte, da nehme ich auch die Schule nicht auf, ja, das sollte dieser Gedanke sollte jedem Bildungsangebot innewohnen. Und dann hat man eine sehr schöne Definition einmal, ist gar nicht bei den Niveaus, denn alle sollten alle Möglichkeiten haben, aber auch selber sagen dürfen, das brauche ich nicht. Darum geht es. Also ich würde Basisbildung in Deutschland sagen, die Grundbildung ist wahrscheinlich genauso gut, nehme ich mal an, einen sehr viel besseren Begriff sehen im Vergleich zur Alphabetisierung.
Dann würde ich gleich gerne auf die Videos zurückkommen und wie Basisbildung, Basisbildungsbedarf, Basisbildungsbedürfnisse in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Da hatten wir eine Frage von Wilfried Frey, der basierend auf diesen Videos, die wir zu Anfang gezeigt haben, gefragt haben oder beziehungsweise das Kommentar gegeben hat, dass ja Basisbildung und PR miteinander in Konflikt stehen, weil PR für Basisbildung kaum ohne ein Skandalisierungs- oder ein Storytelling eigentlich auszukommen scheint. Zumindest zeigen das diese beiden Beispiele. Ja. Was sagst du dazu, Sonja? Ich würde dem jetzt sogar recht geben, wenngleich wir alle miteinander immer wieder versuchen, die geeigneten PR-Aktionen zu finden. Die Frage ist ja auch, warum denn auch? Wir reden alle davon, dass Basisbildung in der Öffentlichkeit auf die Ebene der Normalität gehoben gebracht werden soll. Ja? Basisbildung ist sollte ein Bildungsangebot sein wie jedes andere. Und dann braucht es eigentlich nicht mehr PR, als die Leute informieren und die Kurse attraktiv, die Kursangebote, die unterschiedlichsten in der Öffentlichkeit gut darzustellen. Und andererseits schlingt immer noch, es ist so ein Relikt aus den 90er Jahren und weiter, das Bemühen mit und das Bedürfnis mit zu enttabuisieren. Ja? Wir müssen diesen Begriff in der Öffentlichkeit enttabuisieren und deshalb die Filmchen und dies und jenes. Und im Grunde genommen stellt sich die Frage, ob man durch Bemühungen zur Enttabuisierung nicht immer weiter tabuisiert, weil man das Bildungsangebot, Basisbildung immer weiter abhebt von Bildungsangeboten, wo niemand auf die Idee kommen würde, zu enttabuisieren. Also ob das dazu beiträgt, ein Bild von Basisbildung und von Basisbildungsteilnehmenden in die Öffentlichkeit zu tragen, das nicht stigmatisiert und das diesen Teilnehmenden auch gerecht wird, den Inhalten auch gerecht wird, das ist tatsächlich die Frage. Umgekehrt muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie informiere ich über Basisbildungsangebote? Wie kommt diese Information zu jenen Menschen, die Interesse an Kursen hätten, die bei sich selbst ganz persönlich ein Bedürfnis an Basisbildung orten und die gerne ein Angebot hätten? Die müssen ja eine Menge wissen. Ja? Die haben tatsächlich, je nachdem, wie der Kontext ist, aber viele sind in die Schule gegangen und haben das Gefühl, ich habe es in der Schule nicht gelernt, ich werde es auch nicht lernen können, haben oft nicht die Idee, dass auch Erwachsene alles lernen können, was sie eben lernen wollen. Mit unterschiedlichen Methoden, in unterschiedlichen Settings, durchaus, aber Lernen ist immer möglich. Diese Information ist wichtig. Dann ist Information wichtig, dass es diese Kursangebote gibt. Auch diese Information haben nicht alle, wo es die gibt, wie sie zugänglich sind, wie die Rahmenbedingungen sind. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn entweder ganz wenig oder gar keine Lesekompetenz vorhanden ist, dann kann ich nicht über schriftliche Medien informieren. Oder natürlich auch, wenn die deutsche Sprache nicht vorhanden ist. Auch dann braucht man aufwendigeres Instrumentarium zur Information. Aber grundsätzlich gebe ich diesem Einwand recht. Diese Filmchen, alles, was da so gemacht wird und die zur Enttabuisierung beitragen und nicht immer sehr glücklich, wie man an den Videos gesehen hat. Also wir sind über weite Strecken nicht geeignet, zur Entstigmatisierung beizutragen, sondern erregen eher Betroffenheit. Und das ist wahrscheinlich auch gewünscht. Ja? Da geht es ja noch um andere Dinge. Da geht es ja auch darum, zu beeindrucken, diejenigen zu beeindrucken, die so Angebote wahr machen könnten, die es genehmigen könnten, die es finanzieren könnten. Ja? Ich würde sagen, da sind wir in Österreich ja schon in einer sehr, sehr, sehr glücklichen Lage mit der Initiative Erwachsenenbildung und mit dieser großen Expertise, die auch bei Fördergeberinnen vorhanden ist. Das ist anscheinend nicht immer so. Oder es ist vielleicht immer das Bedürfnis nach mehr da. Man könnte immer noch mehr machen, hätte man noch mehr Geld, könnte man noch mehr Kurse machen und so weiter. Ich weiß es selber nicht. Ich bin auch immer wieder daran interessiert, durch Aktionen zur Öffentlichkeit diese Normalität in der Öffentlichkeit zu betonen und weiß gleichzeitig, dass ich genau mit diesem Bedürfnis Gefahr laufe, die Nicht-Normalität dieser Angebote eventuell in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ich würde sagen, da sind wir auch gleich in der Diskussion, also mit dem Blick auf die Uhr. Wir haben noch 15 Minuten Zeit und dann würde ich jetzt auch schon sehr gerne alle Teilnehmenden bitten, die Fragen, ihre Fragen in den Chatbereich zu tippen. Es sind schon einige hinzugekommen. Wie ich auch sehe, in der Umfrage haben wir gesehen, 5 Personen sind auch dafür, dass eine eindeutige Definition von Basisbildung notwendig ist. Und Sonja, wenn das okay ist, dann gehe ich gleich auf die Fragen im Chatbereich ein. Natürlich. Frau Gabriel hat gefragt, also auf der gezeigten Folie, also wahrscheinlich bezieht sie sich auf das Programmplanungsdokument, werden sehr breite Inhalte von Basisbildung gezeigt. Welche Tendenzen sind aktuell spürbar? Also welche Bereiche sind momentan in Österreich besonders gefragt? Da okay. Basisbildung so breit ist. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf, auf welche gesellschaftlichen Entwicklungen diese Frage abzielt, aber ich kann darauf eingehen, welche Tendenzen verstärkt sichtbar werden. Ja? Und da stelle ich beunruhigenderweise eine Vermischung mit Basisbildungsangeboten, mit diesem selbstermächtigenden Anspruch, mit Kursen über andere Einrichtungen, jetzt nicht über das Bildungsministerium, die einen anderen Fokus haben, fest. Die den Fokus haben, zum Beispiel Werte, Wertorientierung. Ja? Oder die den Fokus haben, Deutsch lernen, unabhängig davon, wie die Lernressourcen, die Lernmöglichkeiten der Einzelnen sind. Ja? Meiner Meinung nach muss man da vorsichtig sein, denn Basisbildungsangebote, denen wohnen ja auch ganz bestimmte methodisch-didaktische Haltungen inne. Ja? Wo es auch darum geht, die Lernungewohnheit oder noch Lernungewohnheit von manchen Menschen zu berücksichtigen. Das würde nicht allen Teilnehmenden gerecht werden, die in einem Lernprozess stehen und sehr lerngewohnt sind. Ja? Das würde beiden Teilen nicht gerecht werden. De facto ist es aber so, dass über Trainerinnen, die sowohl in diesen Basisbildungsangeboten als auch in anderen Angeboten arbeiten, eine Vermischung stattfindet, dass über teilnehmende Bedürfnisse in die Basisbildungskurse getragen werden, die einerseits einen Basisbildungskurs besuchen und andererseits einen abschlussrelevanten Kurs zum Deutschlernen, auch wenn mit Lesen und Schreiben besuchen, ja. Oder dass die Erwartung von Teilnehmenden in die Kurse getragen wird, auch das höre ich, höre es ganz stark in den Trainerinnen-Ausbildungen. Wenn ich den Erwartungen der Deutschkurse, deutsche Integrationskurse zum Beispiel, entspreche, dann bestehe ich die Prüfung dort. Ja, das ist natürlich dann eine Anforderung, die im Basisbildungskurs steht und jetzt ist Teilnehmerinnenorientierung, die Lernenden im Mittelpunkt stellen, ein Prinzip. Da muss ich mich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute wahrscheinlich als Trainerin immer wieder neu entscheiden. Aber es ist auch die Erwartung damit verknüpft. Dann bekomme ich Asylrecht, dann bin ich hier gesichert, dann habe ich einen Beruf und solche Dinge. Ja. Und das ist einfach nicht der Fall. Ja. Also es ist die Landschaft, die für Trainerinnen, glaube ich, teilweise sehr schwierig geworden. Das ist das, was ich so sehe an neuen Entwicklungen momentan, aktuell. Wobei es natürlich sehr viele Basisbildungskurse gibt. Also diese Grenze zu den gesagten Wertekursen und so weiter muss ich nochmal ziehen, die im Rahmen der Flüchtlingsinitiative stattfinden und die tatsächlich für junge Flüchtlinge gedacht sind. Und das ist ein ganz großartiges Angebot. Und jetzt müssten wir alle gemeinsam alles dafür tun, dass auch in diesen Angeboten die Menschen die Möglichkeit haben, alle Kompetenzen, die sie brauchen, sich zu erwerben, aber immer mit dem Fokus Handlungsorientiertheit, kritische Reflexion der Umwelt, der Verhältnisse, der gesellschaftlichen Verhältnisse und Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und nicht, dass das nicht aus falschen Hoffnungen zu einem sehr reduzierten Prüfungsdrill wird. Frau Gabriel, ich hoffe, das hat Ihre Frage beantwortet. Sonst können Sie gerne
So, gut, danke sehr. Sie haben im Chat schon geantwortet, dass es okay ist. Dann würde ich gerne als nächste Statement, als nächste Frage, diese von Mimi aufnehmen. Mimi schreibt etwas sarkastisch, sagt sie selbst. Es ist der Finanzwelt gelungen, es so darzustellen, dass es völlig okay ist, sich Eigentum auf Pump zuzulegen. Das wird nicht oder wenig defizitär erlebt. Wenn man sich keinen Mercedes leisten kann, man fährt ihn einfach trotzdem. Und er gehört der Bank. Wie kann sowas der Basisbildung gelingen? Okay. Das ist eine Frage, die ich glaube, ich im ersten Anlauf jetzt nicht ganz verstanden habe. Wie kann sowas der Basisbildung gelingen? Es sollte sich irgendetwas auf Pump zugelegt werden und es gehört jemand anderem. Wie ist die Frage gemeint? Kann man es nochmal präzisieren vielleicht? Mimi, vielleicht könnten Sie es noch kurz weiter ausführen? Dass es nicht das Defizit erlebt wird. Ja. 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 Das ist natürlich genau die Frage. Wie kann Basisbildung, Basisbildungsbedarf nicht defizitär erlebt werden? Das wäre so gut. Jetzt muss ich kurz überlegen, um sich da die Finanzwelt, das stimmt, da gibt es einen Vergleich. Die Finanzwelt hat ein ganz starkes Lobbying und ein ganz starkes wirtschaftliches Interesse und Machtinteresse. Und per se sollte ja hinter der Basisbildung kein Machtinteresse stehen. Das macht sie immer auch mit Missbrauch, sondern im Gegenteil, eher diese Machtverhältnisse zu reflektieren, kritisch zu hinterfragen. Zumindest einmal gedanklich Veränderungen erleben. Bildungsdefizite werden als Defizite erlebt und dargestellt, wir sagen sie jetzt auch. Wir bemühen uns in der Basisbildung mit den Richtlinien, mit den Trainerinnen-Ausbildungen, mit den Ausbildungen für Basisbildnerinnen, mit den Beratungsphasen zu Eingang, in den Weiterbildungen immer wieder betont wird, es geht nicht um die Feststellung von Defiziten zu Beginn, also nicht um Tests und sonst was, es ist noch nicht flächendeckend so umgesetzt, aber ganz oft wird es umgesetzt, es geht darum, die Ressourcen der Teilnehmenden festzustellen. Basisbildung knüpft an den Ressourcen der Teilnehmenden an und nützt diese für den Lernprozess. Auch das steht in den Prinzipien drinnen. Ich denke, es ist ein wichtiges Prinzip und die Umsetzung erfolgt schrittweise. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir alle, also auch die Basisbildnerinnen, Trainerinnen, aus einem Bildungs... So, jetzt bin ich weg, super. Nein, du bist noch da. Bin ich wieder da, gut. Aus einer Bildungserfahrung, einer Bildungsbiografie kommen, die für uns alle defizitorientiert ist. Ja? Kaum jemand ist von uns gefragt worden, egal in welcher Schule, welche Klasse, was kannst du denn schon alles? Wie könnte man da ansetzen? Wie könnte man das, was du lernst, was du schon an Lernstrategien hast, weiter ausbauen? Es wird immer, übrigens ist eh ein Gesundheitssystem ähnlich, nicht nur ein Bildungssystem, es ist ein gesellschaftliches, ist mit Sicherheit ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir sehr stark defizitorientiert sind. Und das, was wir alle, ich weiß nicht, 10 Jahre, 12 Jahre, 18 Jahre in unserer Ausbildung, in unserer schulischen, universitären Bildung, was auch immer erlebt haben, das sitzt recht tief und in das tappt man immer wieder rein. Und die Prinzipien sind zwar da und die werden auch in den Ausbildungen wirklich interessiert und lebhaft diskutiert und auch mit Aha-Erlebnissen rausgenommen, aber dass das wirklich, also State of the Art wird, dass das Selbstverständlichkeit wird in allen Köpfen, das dauert noch. Aber es ist genau das. Es ist, danke für die Frage, es ist eine ganz wichtige Frage. Wenn es uns selber, jeder und jeden Einzelnen von uns gelingt, Basisbildungsbedarf nicht als Defizit zu sehen, sondern tatsächlich Lernerwartungen, Lernwünsche von Teilnehmenden geknüpft an den vorhandenen Ressourcen und auch an Lernressourcen. Und wenn uns das tatsächlich konsequent gelingt, dann sind wir, glaube ich, wirklich einen Schritt weiter. Dann kommunizieren wir auch anders mit Medien, dann tragen wir das anders in die Öffentlichkeit. Aber darum ist auch in den Prinzipien verankert, die Reflexion der eigenen Bildungspraxis für uns Trainerinnen und Trainer in der Basisbildung ganz enorm wichtig, um immer wieder zu erkennen, wo tappe ich denn in die Falle, wo reproduziere ich denn dieses Bildungssystem, was vielen nicht dienlich war.
Mimi hat noch das Beispiel gebracht, was fehlt Ihnen denn, sagt der Doktor. Genau. Wunderbar. Mit der Defizitorientierung, genau. Und natürlich, auf der einen Seite beginnt es bei den Trainerinnen, den Programmplanerinnen, aber dann geht es natürlich darüber hinaus, wie wird es in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit dargestellt. Ja. Mhm. Ich schaue gerade noch, wir haben noch 5 Minuten, also ich lade alle Teilnehmerinnen noch dazu ein, sich im Chatbereich zu beteiligen, ihre Fragen, ihre Kommentare dort einzutippen. Vielleicht würde ich ganz zum Schluss noch eine letzte Umfrage an die Teilnehmenden hinaussenden. Besonders jetzt nach diesen vielen Impulsen, die Sie gehört haben, glauben Sie, dass eine Definition von Basis eigentlich, von Basisbildung eigentlich möglich ist? Mhm. Wir hatten zuerst die Frage, ob es notwendig ist, und nun nach diesen ganzen Gesprächen würde uns interessieren, ob Sie glauben, ob es möglich ist, Basisbildung eindeutig zu definieren. Und ich sehe, wir haben eine Tendenz Richtung Ja. Ja. Sutarani tippt noch eine Frage ein. Dann würde ich ganz kurz noch abwarten, welche Frage Sutarani hat. Er findet, dass Basisbildung notwendig ist, auch hinsichtlich der Globalisierung und der Globalisierungstendenzen. Mhm. Ja. Mimi fragt schon, also ob eine Definition von Basisbildung möglich ist, aber ist sie für alle gleich? Politik meint oft etwas anderes als Pädagogik. Möchtest du dazu noch etwas sagen, Sonja? Ja, mit Sicherheit meint Politik manchmal etwas anderes als Pädagogik. Ich würde es nur nicht bewerten. Ich würde sagen, diese Erfahrungen oder auch die Hintergründe zusammenführen, erscheint mir immer am allerwichtigsten. Aber ich möchte noch was anderes sagen. Ich möchte, weil du gesagt hast, 5 Minuten, das muss ich unbedingt noch sagen, als ich das Video auch nochmal betrachtet habe. Und noch einmal auf den Kommentar von Wilfried Frey zurückkommen, der sagt, naja, das ist ein Widerspruch zwischen Aktionen zur Öffentlichkeit dann und dem, was wir mit der Ausbildung wollen. Mir ist dieser Satz wieder aufgefallen, auch beim ersten Mal und beim zweiten Mal, als ich es gesehen habe. Ich würde den gern so zur Reflexion mitgeben, dass alle müssen Bescheid wissen. Ja? Und wird tatsächlich die Frage stellen, warum denn? Und worüber denn? Ja? Und was ist damit verbunden? Und mit welchem anderen Bildungsangebot würde man diese Forderung stellen? Alle müssen Bescheid wissen. Was passiert da, ja, mit dieser Haltung? Und die ist durchaus oft gut gemeint, ja? Nur, wem nützt diese Haltung? Mhm. Wilfried tippt gerade. Dann warten wir nur kurz auf seine Reaktion. Oder vielleicht haben auch die anderen Teilnehmenden Gedanken dazu. Wem nützt es? Beziehungsweise können Sie sich in der Zwischenzeit auch gerne noch an der Umfrage beteiligen. Also halten Sie eine Definition von Basisbildung eigentlich möglich, für möglich? Wir haben noch ungefähr, ich würde sagen, 5 Minuten, bevor wir abschließen. Gerne stellen Sie noch Ihre Fragen an Frau Muckenhuber. Ich sehe, es wird fleißig getippt auf allen Seiten. Mhm. Sutarani fragt nach den finanziellen Hintergründen. Mit dem finanziellen ist es leistbar. Ist tatsächlich leistbar in Österreich. Es gibt seit 2012 die Initiative Erwachsenenbildung, das heißt Kursangebote sind für Teilnehmende kostenfrei. Mhm. Verteilt über ganz Österreich.
Ja, dann würde ich noch ganz kurz abwarten, ob Wilfried Frey uns noch seine Reaktion sendet. Beziehungsweise Sonja, möchtest du noch abschließende Worte? Ja, ein Thema. Sehr dankbare Aufgabe, die mir jetzt zukommt. Ja, es ist so viel angerissen worden. In diesem Format und anders ist das, glaube ich, auch nicht gedacht und auch nicht möglich. Und ich würde tatsächlich alle einladen, auch das immer wieder vor ihrem Hintergrund kritisch zu reflektieren, was ich da so von mir gegeben habe. Wobei ich schon überzeugt bin, aber die Frage ist ja immer, in welchem Kontext hat irgendwas Gültigkeit, ähnlich wie mit einer Definition von Basisbildung. Wobei ich die Prinzipien nicht in Frage stellen würde, aber es gibt dann immer noch Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie umgesetzt werden können, müssen. Und tatsächlich so zu überlegen, was es könnte ja auch ein allgemeines Bildungsverständnis sein, diese Prinzipien. Es müsste sich nicht nur auf die Basisbildung beziehen. Die eigenen Möglichkeiten tatsächlich zu reflektieren, die da sind, die gegebenen Rahmenbedingungen zu reflektieren und tatsächlich und auch zu hinterfragen, wenn nötig, und es nicht zu scheuen, auch Dinge anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, das ist die richtige Adresse, da könnten Veränderungen, noch weitere Verbesserungen passieren. Danke, liebe Sonja. Dann möchte ich noch kurz das Kommentar von Wilfried aufgreifen. Er hat etwas Schönes von einem Kollegen aus Holland gelernt. Er meinte, wir sollten darüber reden, dass Eltern, die mit dem Kind lesen, mehr schöne Freizeit mit dem Kind haben, anstatt zu skandalisieren, dass sie nichts mit dem Kind lesen. Ja, perfekt. Ja, das ist ein schönes, abschließendes Beispiel. Und dann würde ich mich hiermit ganz herzlich bei allen Teilnehmenden bedanken. Natürlich bedanke ich mich ganz herzlich bei Sonja für dieses sehr interessante Gespräch. Es ist immer schön, von dir zu lernen, von deinen langen Erfahrungen zu lernen. Und ja, wir freuen uns dann auch schon auf das Magazin, das du zusammen mit Frau Schindler herausgibst zum Thema Being Basisbildung zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Dieses erscheint dann im Februar. Weiters würde ich dann auch noch alle Teilnehmerinnen nochmal dazu einladen, am Tablet teilzunehmen. Also wir würden uns sehr freuen, Ihre Definitionen, Ihr Verstehen von Basisbildung zu hören, kennenzulernen. Also sehr gerne, das Padlet ist noch offen, Sie können jederzeit teilnehmen. Und weiters möchte ich noch hinweisen auf eine Tagung genau zu dem Thema Perspektiven der Basisbildung, welche am 21. und 22. November am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung stattfindet, in Strobl am Wolfgangsee. Und ja, da sind die Anmeldungen bis zum 10. November auch noch möglich. Und ja, falls Sie diesen Web-Talk noch einmal nachsehen möchten oder gerne weitersenden würden an weitere Interessierte, es gibt einen YouTube-Kanal von Erwachsenenbildung.at beziehungsweise auch eine Podcast-Seite, wo Sie die Aufzeichnungen von diesem Web-Talk, aber auch anderen Web-Talk nachsehen und herunterladen können. Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Es wird auch einen oder wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch Feedback geben würden. Frau Kulmer postet diesen Link zu diesem Feedbackbogen jetzt in den Chatbereich. Gerne hören wir, wie es Ihnen gefallen hat. Und vor allem würde uns auch interessieren, welche weitere Themen Sie bezüglich Basisbildung noch in einem Webtalk besprechen würden, also welche Sie noch interessieren würden, welche Anregungen Sie noch für uns haben. Ja, dann danke ich mich nochmal ganz herzlich. Danke, liebe Sonja, danke, liebe Karin und danke, lieben Teilnehmern. Wir freuen uns auf den nächsten Web-Talk. Schönen Nachmittag. Ja.